Ja, hallo und herzlich willkommen zur Volltreffer-Sendung im März 2018. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Mein bester Freund, das Smartphone. Das ist Charlotte, das ist Katharina und ich bin Emma. Und zusammen mit unserem Gast Fabi Röhlinger werden wir heute diskutieren, ob das Smartphone wirklich unser bester Freund ist. Wer sind Sie und was machen Sie eigentlich? Ja, ich bin Fabi, bin aus Berlin, oder nicht ursprünglich, aber zumindest mal hier seit 10 Jahren und bin auch hierher gekommen, um eine Firma zu gründen, die sich ums Thema Smartphone eigentlich dreht. Wir stellen keine her, sondern wir schreiben darüber. Wir gucken uns die neuesten Trends an, was eben im Smartphone-Bereich so passiert, neue Hardware, Software, alles, was ringsrum geht, und darüber schreiben wir in 6 verschiedenen Sprachen. Android Pit heißt die Seite und genau. Ja, jetzt haben Sie ja schon ein bisschen dazu gesagt, was Sie so generell machen und auch, dass Sie darüber berichten, wie die Smartphones sich halt so entwickeln. Und wir Jugendliche kennen uns ja relativ gut mit dem Handy aus und können damit auch umgehen. Und da haben wir uns halt gefragt, was das Handy noch nicht kann und was es in der Zukunft können wird. Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass da letztlich sehr, sehr vieles davon abhängen wird, welche Technologien denn noch erfunden werden. Also das heißt, beispielsweise wird sich denn zum Beispiel das Display verändern, dass es dann zum Beispiel irgendwie ein Lichtfeld wird oder wächst es mit anderen Dingen zusammen. Also was ich aber glaube ist, das Smartphone wird immer mehr zentraler Bestandteil unseres digitalen Lebens, aber auch unseres normalen Lebens. Zum Beispiel, weil es uns identifizieren kann, ja. Dann als Türöffner dient oder letztlich damit Autos angelassen werden können oder vielleicht, wir vielleicht gar keine Autos mehr brauchen, weil hier alles eingegeben wird, dann kommt das Auto vorgefahren, so, ich steige ein und man fährt weg. Das heißt also, es ist ein Teil meiner Identität, weil da eben letztlich alles darauf irgendwie abgespeichert ist, was mit mir zu tun hat. Und wie sieht es mit den Sinnen aus? Wir haben uns jetzt auch damit beschäftigt, dass es ja in China jetzt dieses, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber es gibt dieses Knutschkissen, das kann man an sein Smartphone legen und der Partner auch und dann können die sich knutschen. Uns interessiert jetzt, inwiefern kann sich das Handy mit den Sinnen verbinden? Das heißt, können wir vielleicht irgendwann Gerüche wahrnehmen mit dem Handy und Gefühle und Tasten? Also das ist genau, was ich meine. Also es müsste letztlich irgendwas erfunden werden, das es letztlich eben transportiert. Es wäre aber irgendwie eine traurige Zukunft, finde ich, wenn es so wäre. Also das wäre, ich finde ehrlich gesagt, dass das Persönliche und das Menschliche und das Zwischenmenschliche eben so wichtig ist. Und wenn ich mir eben so angucke und auch eben die jüngere Generation, ich finde ehrlich gesagt, dass die ja letztlich quasi... Naja, also ihr seid mehr oder weniger seit euer Kindesbeinen auf mit dem Smartphone zusammen gewesen. Und ich glaube, dass auf diesem Weg dahin verlernt oder noch nicht gelernt wurde, wie man richtig damit umgeht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt zum Beispiel das Smartphone zwischenmenschliche Beziehungen ersetzen sollte, dann wäre das ja sehr schlimm. Und aber meinen Sie nicht, dass es irgendwie so... gut wäre für eine Fernbeziehung. Also ich führe jetzt auch seit 2 Jahren eine Fernbeziehung und das, also ich würde selbst sowas nicht nutzen, aber meinen Sie nicht, dass es für Menschen, die eine Fernbeziehung führen, dass es dann vielleicht praktisch wäre, sowas? Ich habe jetzt keine, aber eine Frage an dich. Also was denkst du, wäre es praktisch? Also ich finde das ein bisschen absurd. Also ja, okay, ja. Also ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ich persönlich finde es ein bisschen gruselig, weil, wie du schon gesagt hast, auch das mit das Menschliche verschwindet irgendwie. Und ich persönlich finde es gruselig, aber ich denke, dass, wenn es irgendwann geben sollte, muss es jeder für sich selbst entscheiden, inwiefern das nutzbar ist. Aber denken Sie denn, dass Gefühle oder so, also besser vermittelt, Emotionen besser vermittelt werden könnten irgendwann in der Zukunft, dass Fernbeziehungen vielleicht mehr intensiver geführt werden könnten? Also es gibt sowas wie jetzt VR, Virtual Reality, hat nicht zwingend was mit Smartphones zu tun, weil sie sind nah aneinander, weil die Hersteller der Smartphones auch in die VR-Ecken gehen. Aber also mit in der virtuellen Realität könnte es letztlich vorstellbar sein, dass die so gut ist,
dass Menschen irgendwann nicht mehr unterscheiden können, sind sie jetzt wirklich in der virtuellen Realität oder in der echten Realität? Und damit auch letztlich, ist auch eine sehr philosophische Frage, was ist dann die eine und was ist die richtige Welt? Aber dann würde das sicherlich helfen, also wenn man sich überhaupt nicht sehen kann, dass man dann vielleicht zumindest irgendwie das Gefühl hat, man wäre nah beieinander. Aber irgendwie würde ja trotzdem, ich sag mal, die physische Abstinenz dann trotzdem dazu führen, dass man dann irgendwie dieses Gefühl schon, naja, es ist halt nicht vollständig, finde ich persönlich. Ja, wenn wir jetzt schon gerade so darüber reden, was das Handy alles kann oder können wird, es kann ja auf jeden Fall Bilder, es hat ja Informationen über uns Private, es kann uns orten. Und was denken Sie denn, was das für negative Auswirkungen auf uns Jugendliche hat? Ich meine, da gibt es ja, ich meine, durch Cybermobbing passiert ja auch vieles Böses durch das Handy. Ja, ich glaube also, es wird schneller. Also Smartphones, früher wurde auch schon gemobbt. Ne? Also das, glaube, das gibt es schon seit Jahrhunderten, wenn nicht gar noch länger. Das ist wahrscheinlich Teil der unserer menschlichen Spezies, dass man da irgendwie gerne versucht, andere, die, sagen wir mal, sich nicht so gut wehren können, da auch ein bisschen stärker unter Druck zu setzen, so möchte ich es mal sagen. Mit dem Smartphone hat sich es insoweit geändert, als dass ich es relativ schnell und barrierefrei an eine große Menge von Menschen transportieren kann, also letztlich die schlimme Botschaft sozusagen. Und das macht es schon sehr gefährlich und das ist auch letztlich, was ich meine. Ich glaube, dass die Leute, die mobben, sich gar nicht so richtig bewusst sind, welche Auswirkungen das auf aufs Gegenüber hat oder aufs Opfer. Das muss dringend vermittelt werden, aber ich glaube, die Schulen fangen da auch gut an. Ich weiß nicht, das seid ihr besser letztlich, seid ihr näher dran, aber ich glaube, Schulen fangen damit an, auch mal so über solche Auswirkungen zu sprechen. Das ist auch wirklich wichtig. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn es richtig eingesetzt wird, viele tolle Sachen passieren können. Also zum Beispiel, dass man sagt, ich habe es in der Hand und ich sehe, wo meine Freunde sind. Ja, man braucht nicht unbedingt zwingend telefonieren, sondern man findet sich da irgendwie zusammen ein. Bilderaustausch, also über die Cloud oder sowas, das ist halt toll. Ich meine, das war früher definitiv nicht möglich und das ist ein riesengroßer Vorteil. Austausch von Wissen, einfach nur kurz, was weiß ich, irgendwie eine Hausaufgabe teilen oder sowas und man kann sich da irgendwie reindenken. Das sind tolle Sachen. Ja, auf Snapchat kann man sich ja auch, also ich kann ja meine Freunde sehen und so, und aber es ist nicht auf eine Art und Weise, man fühlt sich doch nicht mehr sicher, wenn man so kontrolliert wird, oder? Wenn man weiß, dass andere Menschen so wahnsinnig viele Informationen über einen haben. Das liegt aber doch an dir. Also ich meine, du hast es in der Hand. Wie viele Informationen du rausgeben willst, liegt an dir und deswegen kannst du das letztlich, das ist ja auch genau, was ich meine. Also ich glaube, wir Menschen müssen, und da nehme ich jetzt nicht nur die Jugendlichen, da inkludiere ich alle, wir müssen lernen, mit den neuen Medien umzugehen. Weil die Entwicklung ist so schnell und wir nehmen die sehr, sehr schnell an, diese Technologien, hinterfragen sie aber nicht mehr. Ja, das unterstütze ich vollkommen. Also ich finde, Menschen sollten nicht verbieten, uns damit umzugehen oder uns einschränken, sondern wir sollten einfach damit lernen, umzugehen. Auch in der Schule zum Beispiel gab es auch eine große Diskussion bei uns und wir haben halt dafür abgestimmt, dass wir es benutzen dürfen, weil es in vielen Dingen praktisch ist. Zum Beispiel Google ist ja praktisch für uns wie so ein Lehrbuch. Und dass wir einfach lernen müssen, damit umzugehen, weil es ist unsere Zukunft. Ja. Oder auch, dass die meisten Schüler wollen halt die ganzen Schulhefte oder so nicht mehr mitschleppen, weil es einfach schwer ist und wenn man halt auch eben weiter weg wohnt von der Schule, ist es halt nicht gut für den Rücken. Und man will es einfach nicht einfach mit einem Handy abfotografieren oder so und dann zu Hause halt die Informationen aus dem Text rauslesen oder eben die Matheaufgaben auf ein Blatt abschreiben. Aber dann muss man halt das ganze Mathebuch nicht mehr mitnehmen nach Hause. Hat man es ja alles sozusagen auf dem Smartphone. Es gibt ja schon Schulen, die mit Handys ganz viel arbeiten, nur noch gar keine Schulbücher mehr haben, aber ich weiß nicht, was Sie davon halten, aber ich persönlich, ich weiß nicht, es gibt doch sowas, dass es Aufmerksamkeitsschwächen dadurch gibt und Aggressionsprobleme. Und finden Sie das denn gut, wenn die Smartphones öfters benutzt werden würden im Unterricht? Oder was denken Sie, was das denn bei den Schülern auslöst? Ich höre es jetzt zum ersten Mal, dass es letztlich Schulen gibt, die Smartphones hernehmen, um letztlich da irgendwie, sagen wir mal, Informationen abzuspeichern. Ich frage mich gerade, also ich glaube, dass es teilweise okay wäre, aber ich stelle mir gerade vor, oder ich frage mich, wie so ein kleines Display ausreichen soll. Ich meine, das sind 5,5 Zoll, sagen wir mal, zwischen 5 und 5,5 Zoll.
Das ist ja nicht sehr viel. Ich glaube, das war sogar mit Tablets, also dass sie wirklich so in den Tischen, also das kenne ich sogar von einem Freund. Ich muss auch sagen, dass ich finde, jetzt mal abgesehen vom Schulsystem, wenn man das schon mit ins Schulsystem einbringt, dann das Handy, ich muss auch sagen, ich finde, dass das Handy auch sozial und psychisch, ziemlich viel beeinträchtigen kann. Zum Beispiel, dass man heutzutage Angst haben muss, wenn das Handy kaputt geht, dass man Ärger von den Eltern bekommt. Ich kann mich erinnern, dass ich für 6 Wochen in San Francisco war und dann in L.A. mit einer Freundin, die ich da kennengelernt habe, und ihr Handy ist ins Wasser gefallen. Und die Ausgangssperre war bis 10 Uhr und sie ist tatsächlich bis 0 Uhr, bis 12, durch die Straßen gelaufen, um einen Laden zu finden, der ihr bis zum nächsten Morgen noch das Handy repariert, weil sie Angst hatte, dass ihre Mutter sie, was weiß ich, dass sie Hausarrest kriegt oder dass sie Geldabzug bekommt. Und ich finde es schon erstaunlich, dass man dadurch, dass das Handy in so viele Dinge eingebracht wird, dass man Angst davor haben muss, wenn das Handy mal kaputt geht. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das gruselig. Ja. Also ich habe auch eine Freundin, die hat ihr Handy gestern verloren und ist total verzweifelt. Und da kam auch das Ortungsding ins Spiel. Also wir haben es versucht zu suchen, aber das Internet war halt aus von ihr. Und das, glauben Sie, das gibt es da schon eine Funktion, dass man das Handy auch ohne das verlorene Handy, dass man das finden kann, ohne Internetverbindung? Also bin mir sicher, dass es Leute finden könnten, die darauf zugreifen dürften. Aber das heißt also über die Zelle, wenn sie noch eingeloggt ist, dann lässt sich das theoretisch schon auf einen gewissen Radius eingrenzen. Aber das geht, glaube ich, nicht ohne richterlichen Beschluss. Also keine offiziellen Apps oder so gibt es nicht dafür? Also ich kenne sie jetzt zumindest nicht. Also nichts ist unmöglich, ich bin mir sicher, dass es... aber ich meine, eigentlich haben die Smartphones ja dafür genau solche Funktionen. Heißt also, wenn man Internet angeschaltet hat, dann kann man es eben orten und vielleicht auch mal ganz schön für die Eltern, ne? wenn sie mal gucken, was machen die eigentlich gerade, die Kinder. Das ist vielleicht auch von der Warte aus mal ganz gut. Ich weiß, für euch jetzt weniger, aber so ist es halt nun mal. Genau, also ich glaube, dass es durchaus gruselig ist, wenn man es eben missbraucht. Also alles kann missbraucht werden. Und das ist letztlich ja, die Aufgabe von uns selbst, dass wir das eben möglichst gut schützen. Dass wir unsere eigenen Privatsphären schützen, weil es einfach wichtig ist. Später. Nochmal zu der Ortung von den Eltern. Also ein Freund von mir, wir sind zusammen nach Spanien geflogen und dann direkt nach der Landung hat er halt sein Handy wieder angemacht. Und da hat seine Mutter ihm direkt geschrieben, schön, dass du angekommen bist. Und meinen Sie nicht, dass sowas auch das Vertrauen zwischen Eltern und Kindern halt irgendwie beeinträchtigt oder beeinflussen kann? Also natürlich muss man es selbst für sich entscheiden, aber meinen Sie nicht, dass es ja nicht immer positiv ist? Kann ich mir gut vorstellen. Ich wurde auch mal geortet von meinem Vater und ich habe mich vollkommen verarscht gefühlt, weil mein Handy plötzlich angefangen hat zu klingeln und dann stand da, ihr iPhone wird gesucht und oh mein Gott. Ich meine, ich finde, Vertrauen müssen doch von den Eltern, muss doch das Vertrauen kommen, dass wenn ich sage, ich bin dort und dort und ich komme dann und dann zurück und dann, dieses Vertrauen muss mir gegeben werden und wenn ich dann weiß, meine Eltern haben vollkommen die Kontrolle, auch darüber, wann ich Internet habe oder nicht, da gibt es ja auch alles Mögliche zu Hause, da dieses Einschränken, diese Kontrolle, das finde ich irgendwie, das ist gruselig. Ja, ja, also ich meine, ich glaube, für die Eltern ist es aber ganz wichtig, weil es ihnen ein Gefühl von Sicherheit gibt. Euch gibt es in dem Fall ein Gefühl von Unsicherheit. Wenn das Handy verloren ist, dann wiederum wollt ihr es eigentlich ganz gern. Das ist halt letztlich immer dieses Abwägen. Und ich glaube, dass es halt dann einfach ganz wichtig ist, oder wenn ich jetzt in der Lage, dass man vielleicht irgendwelche Vereinbarungen mit den Eltern trifft. Ja. Man sagt, du, also in dieser Situation darfst du mich mal orten, in den anderen Situationen will ich nicht geortet werden. Das Gleiche gilt ja dann später vielleicht mal für den Partner oder die Partnerin. Man möchte ja auch nicht, dass die da immer hinterher spionieren und gucken, was man so macht, oder? Oder wie geht's euch da? Nee, also ich finde das, also ja, wie gesagt, ich kann immer nur wiederholen, dass ich das extrem mein Ohrring ist gerade so ein bisschen gegen das Mikrofon. Tut mir leid. Also ich persönlich finde es echt
gruselig, weil das gibt mir auch so das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel mal einfach mal für mich sein möchte und ich gehe raus mit meinem Handy, weil ich es vielleicht selber brauche und bin aber nicht erreichbar. Und dann bin ich unterwegs, will, dass niemand weiß, wo ich bin und dann kann meine Mutter mich einfach orten, beziehungsweise Freunde, zum Beispiel auch das mit Snapchat, wovon du erzählt hast, das kenne ich ja auch, dass man so reinzoomen kann und dann sieht man, wo deine Freunde sind. Das ist doch mega creepy. Ich meine, du sagst vielleicht dann eine Notlüge, du sagst, du gehst da und dahin und kannst heute nicht und klar, ist doof, aber und dann sieht er einfach, dass du woanders bist und das ist mir auch schon passiert, dass zwei Freunde von mir einen mega Streit da hatten, weil er dachte, er wäre woanders, war er aber nicht, weil er es über Snapchat gesehen hat, dass er nicht da war. Und das finde ich, nimmt einem auch irgendwie die Privatsphäre und das finde ich kacke. Ja, manchmal muss man ja Lügen oder Ausreden finden, einfach um auch andere Personen nicht zu verletzen und dann kann es plötzlich einem sofort genommen werden durch das Handy und man ist total verwirrt über diese... Also das heißt, das Smartphone nimmt uns schon, macht uns auf jeden Fall transparenter. Klar, ja. Aber es hat positive und negative Aspekte. Auf jeden Fall. Mal eine ganz andere Frage. Was denken Sie denn, ist es möglich, ohne das Smartphone zu leben? Heutzutage, so jetzt? Das kommt drauf an. Wenn jetzt alle Smartphones wieder weg wären, dann würde es uns ziemlich schnell zwar mal eine Zeit lang fehlen, aber dann ginge es. Wenn ich jetzt der einzige Mensch wäre auf der Welt, der kein Smartphone hätte, ich glaube, ich hätte ein Problem. Ja, das ist diese Gewöhnungssache, dass man sich dadurch, dass es jetzt aktuell ist und dass jeder ein Handy hat, dass wir uns daran gewöhnt haben. Und wenn es nicht mehr da wäre, dann würden wir uns daran auch gewöhnen. Ich glaube, das ist ganz normal. Ja, auch dieser Gruppenzwang, also dass andere das haben und man macht mit und man ist einfach dabei und kann Nachrichten bekommen. Wenn man das nicht hat, hat man nicht diese Kommunikation. Ich habe auch viel mehr Kontakt zu Menschen im Ausland jetzt dadurch, weil... Ja, ich auch. Das ist... viel besser, auch wenn man, ich glaube, wenn man diese ganzen technischen, also Handy jetzt nicht mehr hätte, ich meine, in der Arbeit benutzt man das ja und ja, Kontakt zu Freunden in der Schule, man würde, glaube ich, wir würden es schaffen, aber es wäre eine Umstellungssache und eine Zeit, also es würde Zeit wirklich brauchen. Inwiefern benutzt du dein Handy in der Arbeit? Also ich jetzt noch in der Schule, aber naja, arbeitsmäßig ist, naja, doch, Nachrichten empfangen, man muss ja wieder Briefe schreiben oder was. Also so wie viele Stunden Konten pro Tag verwendet ihr das denn? Was meint ihr denn? Also jetzt bei mir ist es, also bei Charlotte und mir, wir sind auf einer Ganztagsschule und da haben wir halt öfters bis 16 Uhr Schule. Deswegen ist es halt so ein bisschen eingegrenzt, so unsere Freizeit. Aber wenn man dann halt von der Schule kommt, dann ist man schon natürlich erstmal eine Stunde irgendwie am Handy oder so und macht dann erst Hausaufgaben oder so. Aber weil wir halt so lange irgendwie keine Zeit dafür haben, sind wir natürlich auch nicht länger, also nicht so lange dran, wie andere Kinder jetzt vielleicht dran sind, weil sie eben früher Schluss haben oder nicht so viele Hausaufgaben haben wie wir. Deswegen ist es jetzt schwer zu sagen. Trotzdem hat man diesen Drang dann wieder, die Nachrichten schnell zu empfangen und wer hat mir geschrieben und wann und Netflix, was gibt's alles und man ist schon, also ich merke selber, ich bin oft dran und es hat auch einen Einfluss auf mich. Also ich vergleiche mich mit anderen. Für was verwendest du es hauptsächlich? Für Nachrichten? Ja, für Nachrichten. Ich telefoniere voll gerne, auch mit Festnetz. Auch super. Aber ja, Bilder posten. YouTube ist jetzt nicht so meins, aber Netflix und so, das ist halt alles praktisch. Ja, ich würde auch sagen, so die meistbenutzten Netzwerke sind Instagram, heutzutage Instagram, Snapchat. Ich würde sagen, Facebook ist out. Also kommt es mir so rüber. Ja, kaum jemand benutzt noch Facebook, Twitter genauso. Ich weiß nicht, hast du Twitter, Facebook? Ich habe Twitter, Facebook, Instagram. Also ich kenne noch welche, die Facebook haben, aber natürlich. Instagram und Facebook, die ähneln sich ja mittlerweile auch. Es ähnelt sich ja alles. Alles macht allem nach und es ist irgendwann lächerlich. Instagram und Facebook, also ich meine, Facebook gehört ja Instagram. Ja, genau. Das ist halt aber alles trotzdem irgendwie im Prinzip. Man muss ja nicht alle Plattformen haben, wenn sie sich irgendwie ähneln. Und das. Ja. Apropos, wenn wir schon über Instagram reden, was ich zum Beispiel auch als soziales Netzwerk sehr gruselig finde, ich sage so oft gruselig, nicht okay finde, ist zum Beispiel, weil du vorhin über auch über dieses Cybermobbing geredet hast, dieses, ich weiß nicht, kennst du Telonym? Mhm. Und das finde ich persönlich nicht okay, weil man da anonym andere Leute beleidigen kann und deswegen finde ich, das ist so eine Förderung von dem Handy beziehungsweise Computer, die ich total blöd finde. Also das ist so, oder wie seht ihr das? Benutzt ihr das oder? Nee, ich benutze es nicht. Also ich finde es auch komplett blöd. Also
ich meine, das bringt einem auch nichts weiter, aber es ist trotzdem die Entscheidung von jedem selbst, ja, es zu installieren oder ja, genau, das zu benutzen, und man geht das Risiko ein, man ist den Risiken meistens auch bewusst, aber es ist der Drang, auch das Handy zu haben, Gruppen, man will dazugehören, und Telonym ist, glaube ich, auch so eine Sache. Ja, ja, also ich finde, Telonym ist irgendwie, also ich glaube, viele fühlen sich halt sicherer dadurch, dass sie eben anonym im Internet beleidigen können, und das fördert natürlich auch die ganze Sache mit dem Cyberbullying, also Cybermobbing. Mhm. Und ja, deswegen finde ich es halt eher weniger gut, sowas zu benutzen oder auch, ja. Ja. Wenn ich euch so zuhöre, dann habe ich so den Eindruck, dann klingt es erstmal, wenn wir jetzt hier so zusammen sind, dass ihr eigentlich dem Smartphone skeptisch gegenüberstehen würdet. Aber ich würde behaupten, es ist das Gegenteil. Sie können uns mal positive Aspekte. Listen Sie uns auf, überzeugen Sie uns davon. Es geht ja nicht darum, ich finde es nur spannend, also dass sich wohl die meisten Menschen sehr bewusst sind, dass es sehr, sehr viele Gefahren gibt, aber die einfach geflissentlich hinnehmen. Und das ist letztlich wo ich mich jetzt wundere, warum ist es so? Ja, wie gesagt, ich würde halt sagen, es ist eine Gewöhnungssache. Alle haben ein Handy, und das ist einfach, wenn du zum Beispiel als Journalist arbeitest oder so, und jeder in deiner Redaktion hat ein Handy und nur du nicht, und dann bist du nicht mehr erreichbar, du bist gar nichts. Und deswegen ist es einfach nur Gewöhnungssache. Ich persönlich würde es viel besser finden, wenn niemand mehr ein Handy hat, auch sozialmäßig, weil wenn ich mit Freunden unterwegs bin und die sitzen die ganze Zeit am Handy, dann finde ich das schon echt blöd, weil dann fühle ich mich auch irgendwie ausgeschlossen, weil ich finde, Kommunikation hat auch was mit Reden zu tun und nicht nur mit Tasten hauen. Deswegen bin ich eigentlich nicht so ein Fan vom Handy, sitze aber natürlich auch oft dran, weil ich mich dran gewöhnt habe. Ich finde, das ist unglaublich kompliziert, weil es hat so viele Vorteile. Ich kenne Freunde, deren Sprachkenntnisse werden sowas von davon gefördert. Also, dass sie zum Beispiel Englisch mit über Computerspiele und so reden. Und ich finde, es hilft mir in der Schule wahnsinnig weiter. Aber es sind auch so Sachen, ich meine, Menschen vergessen, dass es auch noch was anderes gibt. Ich habe jetzt zum Beispiel noch eine Kamera und so, und die meisten benutzen ihr Handy, aber es ist doch auch was Schönes. Oder mal nicht mit so einem E-Book zu lesen, sondern mit einem normalen alten Buch. Ja, ist ja nicht total. Ich mag das. Also es hat positive und negative Seiten. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Also ich würde mich auch mit meinem Nokia-Tasten-Handy zufrieden geben, glaube ich. Also ich selbst habe auch gemerkt, also ich habe das jetzt vor 4 Jahren, habe ich, glaube ich, mein erstes Smartphone bekommen, und davor habe ich unglaublich gerne gelesen. Also so 2 Bücher in der Woche habe ich schon irgendwie gelesen, wenn sie spannend waren. Aber jetzt irgendwie so durch Smartphone ist das alles irgendwie so zurückgegangen, und eben auch, weil ich halt auch mit meinem Freund irgendwie schreiben will oder telefonieren will, habe ich halt auch eher weniger Zeit oder eher weniger Lust, dann eben auch irgendwie mal ein Buch irgendwie zu nehmen, obwohl ich so viele Bücher zu Hause habe, die ich auch 10-mal durchlesen würde, weil sie so schön sind, aber eben durch Smartphone wird man halt so, ja, abgelenkt. Ja, genau. Beeinträchtigt, ja. Jetzt sagen Sie doch mal Ihre Meinung dazu, positiv oder negativ? Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, es hat beides eben in sich. Aber ich ertappe mich immer mehr dabei, dass ich mir selber Regeln erlege, dass ich zum Beispiel sage, so, nee, wenn ich jetzt was esse, nehme ich das Handy auf keinen Fall in die Hand. Oder wenn ich jetzt Fernsehen gucke, Netflix beispielsweise was anschaue, schaue ich den Film und chatte nicht noch nebenbei, weil das ist letztlich ein großes Problem. Ich glaube, es ist auch überhaupt nicht gut für einen selbst. Du wirst den Film nicht richtig sehen können, du wirst viele Details verpassen, du wirst und lenkst dich wieder ab. Du kannst dich auf nichts mehr genau konzentrieren. Und ich glaube, das sind Dinge, die man machen sollte. Man sollte sich mal selbst reflektieren, angucken und dann überlegen, Mensch, wie kann ich das denn besser nutzen? Wie kann ich es sinnvoll nutzen? Wie kann ich wie muss ich mein Leben verändern, damit dieses Ding nicht über mich Besitz ergreift? Klingt ein bisschen drastisch, aber so in etwa muss man sich das vorstellen. Was halten Sie denn davon, dass so, also ab wann würden Sie denn empfehlen, dass man Kindern ein Smartphone haben dürfen? Also finden Sie das gut, dass so 8-Jährige jetzt mit so einem iPhone 6 rumlaufen, oder? Das würde ich wahrscheinlich nicht gut finden. Ich meine, es liegt natürlich immer so, das ist schwierig, da einen echten Rat abzugeben. Ich glaube, wenn es die Eltern sich leisten können und das okay finden und das Kind dann aber letztlich auch
entsprechend gut damit umgeht, warum nicht? Ich meine, ich würde es nicht machen, aber ansonsten finde ich es gut, wenn man die Technologien und letztlich die Möglichkeiten schnell lernt, aber eben auch, und das ist wirklich auch eine Aufgabe der Eltern, und aber auch von euch selber, zu überlegen, was mache ich denn eigentlich da gerade? Also das bewusst verwenden, dieses Bewusstsein dafür zu trainieren und zu schaffen, dass man sagt, Mensch, es bietet mir sehr, sehr viele Möglichkeiten, und all die neuen Technologien, die da kommen werden, das wird ja noch schneller werden, alles wird schneller werden und es wird sich verändern. Wir kriegen vielleicht bald Kontaktlinsen, wer weiß, wo dann irgendwelche Displays dann drin sind. Und dann wird es natürlich noch drastischer, und wir müssen uns bis dahin immer wieder die Frage stellen, was macht die Technologie mit mir? Ja. Also es ist nicht nur so, dass die Technologie etwas für uns tut, sondern sie macht auch etwas. Und dieses Bewusstsein müssen wir uns auf jeden Fall, da müssen wir das Bewusstsein für schärfen, weil ansonsten sehe ich die Gefahr, dass wir vielleicht irgendwann verlorene Generationen haben werden, die nicht wirklich in der Lage sein können, sich gut auf irgendwelche Sachen zu konzentrieren und auch vielleicht beruflich nicht mehr die gleichen Chancen kriegen und so weiter und so fort. Also da sehe ich schon echte Gefahren drin. Ja, ich auch. Vor allem, also auf jeden Fall sozial. Also ich finde es ja gut, dass ich mich zum Beispiel mit einem Freund aus Taiwan unterhalten kann und dass ich dadurch diesen sozialen Kontakt habe. Aber ich finde, Kontakt und Freundschaften sollten nicht nur aus sozialen Dingen bestehen. Und das mit dem Film zum Beispiel, was du gesagt hast, finde ich total cool. Einfach mal das Handy weglegen, würde ich jedem empfehlen. Da kriegt man viel mehr mit. Und halt bei nutzbaren Sachen kann man es ja wieder rausholen. Ja. Und was wir zum Beispiel auch machen mittlerweile, wenn wir im Restaurant sind, auch mit Kunden oder sowas, alle Handys werden auf einen Turm gestapelt. Wer hinlangt, muss die ganze Rechnung bezahlen. Ja, stimmt. Das kenne ich auch. Ganz einfach. Und das ist sehr, sehr erstaunlich, wie gut es dann eigentlich funktioniert. Und vor allem ist es dann auch so, dass man wirklich sich komplett wieder unterhält. Und wenn es auch mal bimmelt oder sowas, das ist dann Pech. Ja, man kann es auch mit Humor nehmen, alles. Ja. Wer bezahlt die Rechnung, wenn niemand das Handy anfasst? Das ist dann entweder derjenige, der eingeladen hat, oder aber halt jeder für sich selber. Aber auf jeden Fall nicht derjenige. Probiert es irgendwann mal mit einer Cola oder sowas. Guckt mal, wie gut es funktioniert. Ich finde es ein ganz gutes Ding. Okay. Na dann. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich finde ja, es war eine ziemlich coole Diskussion. Ich meine, wir haben uns alle mit eingebracht. Uns war ja auch extrem wichtig, dass wir unsere eigene Meinung mit einbringen. Richtig toll, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Super gerne. Also ja, und so als Fazit würde ich sagen, dass jeder für sich selber entscheiden muss, ob er nun das Handy immer benutzen möchte in jeder Situation, ob er es vielleicht mal weglegt. Wenn man zum Beispiel im Film guckt, was wir gesagt haben, und ja, aber in diesem Sinne war es das für heute, und ja, wir verabschieden uns, oder? Ja? Okay.